Man hat ja mit dem SLS AMG einen absoluten Supersportwagen entwickelt. Und so ein Auto hat natürlich faktisch nach der Rennstrecke geschrien. Jeder, der den SLS sieht oder auch hört, weiß, da fährt eine AMG. Du setzt dich rein, das Auto hat eine perfekte Ergonomie, du fühlst dich sofort wohl. Alles ist irgendwo in Reichweite, sehr übersichtlich und man kommt eben sehr schnell ans Limit heran. Ich war jetzt auf so vielen Rennstrecken der Welt mit dem Auto unterwegs und jede Runde ist für mich einfach nur ein Genuss. Wir kommen ja eigentlich aus dem Werkssport mit DTM, mit Formel 1. Und haben dann gesagt, Kundensport muss anders aussehen. Für uns war von vornherein klar, eben nicht mit einem eigenen Werksteam anzutreten und dann das Problem zu haben, dass die Kunden immer denken, okay, die Werksmannschaft, die hat ja besseres Material, die ist ja besser vorbereitet. Und deshalb haben wir am Anfang in der Entwicklung die Kundenteams direkt mit eingebunden und das hat sehr gut funktioniert. Denn unser Konzept ist es eben, möglichst viel Wissen zu vermitteln, dass die Teams eben nicht viel Geld ausgeben müssen, um sich das selber zu erfahren. Wir haben gesehen in den letzten zwei Jahren, dass es sehr gut ankommt, dass alle Kundenteams gleiche Chancen haben und letztendlich mit unserem Produkt siegreich unterwegs sein können. Jeder, der sich da reinsetzt, muss nach ein paar Kilometern sagen, ist ein geiles Rennauto. Das Auto ist eben nicht nur schnell, sondern auch sehr sicher. Da haben wir bei der Entwicklung sehr großen Wert drauf gelegt, dass wir eben Technik aus der DTM hier mit einfließen lassen. Grundsätzlich ist ja der Serien-SLS AMG schon ein ganz tolles Fahrzeug. Man hat eine sehr gute Gewichtsverteilung, man hat einen niedrigen Schwerpunkt und das kommt auch alles dem Rennfahrzeug natürlich zugute. Für das FIA GT3-Reglement gibt es Besonderheiten, die man eben bei der Konstruktion des Rennfahrzeugs berücksichtigen muss. Und die sind ja auch konsequent umgesetzt worden. Das heißt, man hat einfach mehr Möglichkeiten in Bezug auf Aerodynamik. Wir haben einen komplett flachen Unterboden, einen ganz ausgefeilten Frontdiffusor, der viel Abtrieb generiert, einen großen Heckflügel. Das Fahrzeug ist ein bisschen breiter und natürlich gewichtsreduziert. Ich glaube, dass wir einfach die Philosophie, die wir hatten, perfekt umgesetzt haben. Für uns war es eben wichtig, wenn wir ein Fahrzeug in Kundenhand geben, dass es wirklich ausgereift ist. Wenn man sich das Auto im Detail mal anschaut, dann kann man sehen, dass es von der Qualität faktisch ein Straßenauto ist. Ja, da stimmen die Spaltmaße, das ist extrem schön verarbeitet, es ist einfach ein sehr schönes, es ist wirklich ein tolles Rennauto. Stillstand ist Rückstand und deswegen werden wir immer weiter kämpfen, weiter dran arbeiten. Wir werden immer daran gemessen, was wir schon erreicht haben und man erwartet von Mercedes und von AMG speziell, dass man immer wieder eins drauflegt. Es wird ja bald der SLS AMG Black Series auf den Markt kommen und wenn man das Auto anschaut, da hat man dann sozusagen das Rennauto für die Straße. Das Auto wirkt wirklich extrem gut und da sind natürlich auch ein paar Anleihen an das GT3-Auto übernommen.